Ich, Grumpy Pete ist auch mit dabei. Hi! Und die anderen drei, ja. Also, ihr seid froh, dass ihr das gerade nicht mitmachen musstet. Das war fucking dumm. Oh, warte, Rainbow. Sagen wir einfach, Patrick und Dominik haben nur rumgeschrien, Max und ich waren ruhig und haben drei Transporter geholt. Das war wahrscheinlich der größte Streit in der Brush Club Geschichte. Da, Chris, du bekommst einen Keks von Alexa und darfst später raten, was Dave singt. Der singt schlecht jetzt, ich. Deswegen darf er ja raten, was er singt. Du bist ein Penner. Ja, guck rein, stimuliert, weil der Penner nur uns reingefahren ist. Der hat dich voll weggeschubst. Ja, auf jeden Fall bessere Manieren. When you can, take it to Lester. Das ist deine Schwester. Das ist Sarah Croft. Eine Frechheit. Gold, Bitches, Gold! Also nichts gemacht! Ich hab den fucking Typen umgebracht. Also Max hat ja und wurde danach von Max überfahren. Und dann wundert man sich, warum ich mich aufrege. Ist der vor mir aufgeregt? Du hast genauso gesehen, dass ich gerade noch ankomme. Nein! Du hast gesehen, dass der tot war. Ich hätte gar nicht sehen können, weil ich hinter dem Transporter gefahren ein bisschen bin. Neben dem Transporter. Ein bisschen Freude. Ja, von hinter dem Transporter. Auf der wir wohnen. Kann da jemand die Katze erschießen? Das ist egal. Das ist immer schön. Auf die Katze erschossen. Oh, Max wird umgefahren. Komm, Dominik. Ich fahr mit dem Bus. Ja, ein Bus. Okay. Sorry, das hat schon hat mein Leben gerettet. Ah! Neues Feuer. Ah. Ah. Gott möge dich erleuchten. Max fährt mit seinem Auto. Ich weiß gar nicht, welches meiner Autos gerade zur Verfügung steht für mich. Asche. Ich hoffe, es ist mein Kampfjet. Ich wüsste, wir sind gerade erst auf 8. Ja. I believe I... Ah, es ist mein Kampfjet. Grauenvoll! Das war ja nichts, Max. Das sah so schön aus. Ich hab dich gerade eben... Hol ihn jetzt! Der lässt das gesprungen. Der ist voll abgehoben. Und die sagen, wir sind verrückt. Alter. Ja. Der Lester hat ist geflogen. Dieses Auto ist... Yay! Woo! Ich sitze in Dunkelheit. Aua. Genauso wie meine Gefühle. Das kommt der Revolverheld. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Okay, zum Glück sind wir in Sicherheit, Dominik. Das ist eh nicht mein Auto. Das ist mir scheißegal. Ich war noch nie so froh, in einer Garage zu sein. Ich auch. Ich finde, ich hab das in Style geparkt. Finde ich auch. Och, was für Verhandlung. Lester, verhandel mal. Ja, ich möchte mehr übrigens sagen, ich finde es auch schön, wie du deinen Wagen eingeparkt hast. Danke. Hab mir dafür Mühe gegeben. I know. So, auch wenn es mir weh tut, aber vom letzten Raub, alle vom letzten Raub.
Ich werde jetzt nicht zur fucking Tür gehen. Nimm die scheiß Einladung an. Mann. Ding, Tong, Ding. Kannst du hier? Ja, nur. Ja, perfekt. Dominik sieht sich schön aus. Danke. Was? Ich bin perfekt. Nur Chris. Chris ist was Besonderes. Der Einzige, der so offensichtlich ist wie ein Kanarienvogel. Ich meine, Chris hat kein Oberteil, ich habe keine Hose. Ist doch perfekt. Ja. Ich hab beides. Wert bitte dann diesen... Habt ihr gar nichts. Oben hin. Ah ja, okay. Da hab ich Dreieck gedrückt. Ja. Ja. Hey, mit wem treffen wir uns? Mit Avi, der vom Casino heißt. Hey Dominik, ich bin... Ah, Avi! Ja, Avi. Fände es schön, wenn wir uns mit OG Loke treffen würden. Der ist zu Mainstream für uns. Oder Catalina, wie wär denn das? Die ist tot. Danke! Na, das ist doch schon vor Ewigkeiten passiert. Wie, die ist tot. Darüber reden wir nicht. Aber es ist was passiert. Nein! Sie ist 19 Jahre alt! Halt die Fresse! So, wenn Patrick dann noch spielt, oder was? Ja, die ganze GTA-Reihe. Nach GTA 5 online. Ja? Mach ich mit Vice City GTA Stories 1. Weiter. Okay. Nein. Ja, mit GTA 1, ja. Ja, ich will die ganze GTA-Spiel. Ich fange in der Mitte an. Ja, die GTA-Timeline. Leisten kommt als erstes vielleicht die Story. GTA-Teil, Junge. Okay, mit Max möchte ich nicht mehr reden. Anscheinend hört er mir nicht zu. Ja, aber in der Zeitleiste kommt, weißt du, die Story als erstes. Hier gibt doch keinen Sinn, da kann man viel später raus. Gesundheit. Du hast was im Mund, Patrick. Nimm das mal raus, man versteht dich kaum. Ich weiß, es war Corona, aber eine Atemmaske brauchst du hier nicht. Ja, ich weiß nicht, wie man sie anwendet. Ich habe sie in meinem Mund gesteckt. Ja, das ist definitiv die falsche Anwendungsart. Meinst du? Ja. Ja, könnte. Ich dachte, das wäre richtig. Okay. Oh. Voll. Ja. Also, du bist... Also, eins muss man ja sagen, der ist mir sympathisch. Der hier. Ich nehm den gelben. Fickt euch, Bitches, ich nehm den gelben. Ist grün! Mir auch scheißegal. Grün! Fuck! Ich hab den Racing Point. Ich bin Chris. Also, blau. Brüms. Aber hat recht. Aua. Au. Au. Ich bin von meinem Jetski gefallen. Ja. Du bist wirklich so wie Renault Team Manager. Muss man schon sagen. Ey. Die Farbe passt. Aber es ist grün. Ach ja, und Max, der Grund, weshalb ich GTA 1 und 2 nicht mache. Ich werde nicht die 2D-Timeline machen. Nur die HD und die Trilogy. Schade. Ehre, wenn du trotzdem eins machst. Nein! Warum nicht? Ich mach's nicht. Du kannst auch putzen. Ja, ist mir scheißegal. Kann ich auch so. Dazu brauch ich kein Spiel. Top-Down-Spiele sind scheiße. Danke, Dominik. Ich hab's gesagt. Du hast das gesagt, was ich dir sagen wollte. GTA 1 und GTA 2 sind Scheißspiele. So, jetzt habe ich das auch nochmal gedroppt. Danke. GTA London hat aber ein geiles Setting, deswegen kann ich darüber nicht schlecht reden. Ich freue mich schon auf Chinatown auf dem DS. Ist ja das gleiche wie GTA 1 und 2. Deswegen wird's ja nicht kommen. Mann, wo ist die Scheißinsel?
Eine! Selber zwei Bergen. Und ein Eisenbahnverkehr. Jetzt zu Chris. Ich steck dann immer weiter. Na. Ja, Nicole hat auch 18 Zeilen übersprungen oder so. Das ist auch egal. Hättest du einfach mittendrin anfangen können. Ja. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Ja, genau. So. Alles klar. Eigentlich sind wir 2 Minuten im Song drin. Na, passt schon. Ja, ist so wie ein bestimmter Anime. Peng, peng. Also nur gut. Bum, bum. Nein, der Danganronpa-Anime. Der fucking, so, der für mich fucking useless ist, ohne Mist. Der für mich jetzt keine Existenzberechtigung. Du wolltest es hören. Hast du das denn schon geschaut? Ja, den ersten. Natürlich den ersten. Das ist ja einfach nur eine Zusammenfassung vom ersten Teil. Spoiler, da wurde so viel Wichtiges rausgenommen. Guckst dir nicht an oder du wirst kein Interesse mehr daran haben. Später noch an. Durch den Anime habe ich jetzt kein Interesse, erstmal den zweiten Teil zu spielen. Ja, das ist dumm. Das ist straight up dumm. Das ist ein dummes System. Das hat mir meinen Hype zerstört. Ja, da sind glaube ich ein paar Leute. Versuch den Heli zu holen. Mach das. Okay, ich wollte gerade auch den Heli holen. Bei dem Versuch, den Heli zu holen, hätte ich mich beinahe auf Grund gelegt. Wenn es nur beinahe ist. Na, nicht ins Wasser springen. Spring dorthin, wo ich hindrücke. So, Jungs, ich bin auch da. Ach ja, stimmt, morgen kommt der. Das ist viel früher. Wenn ich um 12 nicht da bin. Wie? Ein Romper. Ich muss mich da halten. Wann spielst du? Wahrscheinlich mal 8, wenn ich da wach bin. Ich hoffe, ich bin nicht dabei. Du hast nur ein paar Introductions gemacht bisher, ne? Ja, nicht mal eine Stunde habe ich gespielt. Ich glaube. Ich falle mal mit der Tür ins Haus. Don't answer the phone to Lester Crest. Alright. Let's go. Du bist ein Wichser. Deswegen habe ich die Fliegerkleidung an. Um ihn Angst zu machen. Ihr macht ihn keine Angst. Ja, Jungs! Wow! Ist das dein fucking Ernst? Nee, das sind Jetskis. Nimm die sind mobiler als diese Scheißdreck. Dominik, du bist ein Hurensohn. Tut mir leid. Du bist hinter dem Meer. Es tut dir nicht leid. Nicht wirklich. Danke, Max. Du bist ein Ehrenmann. Ja. Nicht so wie der Sonnmächtige in Rumänien. Oh. Ja gut, die konnte ich jetzt schlecht sehen. Höchstens auf der Map, aber die habe ich selbst nicht gesehen. Kann ich mitfahren? Nein. Danke. Okay, ich weiß wohin. Wir müssen einfach nur zum Land. An den dicken Felsen vorbei. Übrigens, die Felsen, an denen wir gerade vorbeigefahren sind, werden als Ehrung eines gewissen Rennfahrers auch Schumacher-Felsen genannt. So, ihr unterstützt Chris, ich fahr dort schon mal hin. Den Heli vielleicht abschießen? Ja, ich muss gerade die Waffe wechseln. Och Junge! Oh, fahr zurück. Ja. Easy. Ja,
Veriss! Wo müssen wir hin? An Land? Ja. Ich hole mein Auto. Warte mal, nicht an Land. Doch, an Land. Wir müssen zu einer geeigneten Straße und dann hole ich mein Auto. Dann sind wir in 0, nix dort. Was? Och, Junge! Was ist los mit dir? Alles klar, Tari, du kümmerst dich um den Typen? Jetzt nicht, wir müssen alle drei. Nein! Der okay, ist du hast den. Geblieben. Was denn? Okay, ja, okay. Gut, dass ich ausgewichen bin. Wo ist der? Nein, ist er. Oh, du bist so dumm. Nicole, wo bist du? Auf dem Weg zum Übergabeort. Ach, Ich bin Singleplayer. Eine Insel. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Danke. Hörst du bitte auf zu schießen? Ich hab nicht geschossen. Ich hoffe es für dich. Ich hab geschossen. Wollte das Auto vor uns passen. Nein, schieß mir in den Kopf. I haven't spent this long in another person's company since that owl died last spring. Man, he cooked. You gotta drop the heat before it's you get the Langsamer, langsamer. Ich hab eh kein Bulle. Sagst du, kommt uns aber einer entgegen. Es kommt einer. Von beiden Seiten. I wish you'd left me alone. I didn't do anything. I was pruning the bush, not exposing myself in it. Besser. Weil das Spiel es einfach nicht lassen kann. Ich weiß einfach nicht, wann du durch bist. So, und jetzt Lattenmatten. Ich wollte sagen, der fucking Heli sollte uns nicht mehr sehen. Aber natürlich verfolgt er uns weiter. Mein Gott, ein Fahrrad und Untersatz würde jetzt den restlichen Teil viel einfacher machen. Komm hier. Wir sind da. Auf den letzten Meter muss ja irgendjemand verkacken. Ach, war nicht mehr aufgeladen. Are you a cop? I'm not a cop. I'm helping Lester. Have you done it? What? Has he done it? Oh, I don't have the Pacific Standard frequency here. I don't have my tools. Ain't that convenient? I've got some tools. Come on. Lester will meet you back at your place.
And don't worry, the transponder will be ready for the job. Oh. Danke, Sarah Croft. Danke, Sis. Und, ich hab so absolut gar nichts gemacht. Eine Frechheit. Kann ich Is und Dominik tauschen, danke. Ja. Ja, komm, Chris hat Platin verdient. Nein! Warte, Gold. Das nicht, aber... Gold für den Helikopter, den ich abgeschossen habe. Ah, oh, okay. Wir beenden die Folge hier. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dann. Tschüss. 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 Bye.